Hallo meine Lieben, ich habe wieder ein Do-it-yourself-Video für euch. Über Weihnachten habe ich mich ein bisschen an Mixed Media rangetraut und habe da mal ein bisschen was probiert. Und eins, was mir immer aufgefallen ist, war, oft wurde natürlich Strukturpaste, verschiedene Klimbim-Teile, die man draufklebt, benutzt. Aber zwei Medien wurden eigentlich immer benutzt oder zwei Dinge wurden in jedem Video, was ich mir angeschaut habe, benutzt. Zum einen die Sprühfarben, also diese Farben, die in so kleine Sprühfläschchen abgefüllt sind. Und eine andere Sache sind diese Glanz- oder Goldpasten. Das berühmteste oder bekannteste ist wahrscheinlich das Inka-Gold und Maya-Gold von Viva Decor. Und ich habe mal so ein bisschen rumprobiert, was man stattdessen vielleicht benutzen könnte, wenn man das nicht zu Hause hat. Die Töpfchen kosten zwischen, ja, das günstigste, was ich gesehen habe, waren 4,80 Euro und das teuerste war so um die 7 Euro, also je nachdem, wo man es dann halt bestellt. Ich habe da mal ein bisschen rumprobiert und habe dann festgestellt, dass ich ähnliche Sachen wie diese Wachsfarben auch zu Hause habe. Und zwar so Lidschattenstifte. Das sind jetzt hier welche von NYX. Die habe ich dann mal so ein bisschen getestet und habe mal ausprobiert, ob das damit vielleicht auch funktioniert. Die haben eine ähnliche Konsistenz, sind natürlich nicht abrieb- oder wasserfest später, ne? Die bleiben halt so ein bisschen schmierig. Und der Effekt hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Dennoch ist das eigentlich eher eine teure Alternative, da diese Lidschattenstifte so um die 4 bis 5 Euro kosten. Und auch die günstigen, glaube ich, liegen so bei 2 oder 3 Euro. Und somit ist das eigentlich eine teure Alternative. Aber wenn man sie zu Hause hat und vielleicht nicht mehr braucht oder mal eben schnell sowas in der Art machen möchte, ist das halt super. Eine andere Sache, die ich dann noch getestet habe, ist diese Pöttchen. Die sind ähnlich wie die Lidschattenstifte von der Konsistenz, trocknen aber ein bisschen besser weg. Sind aber ebenfalls auch gleich teuer, also liegen auch so zwischen, ich meine zwischen 5 und 8 Euro. Und die Maya bzw. Inka Gold Pöttchen liegen ja auch in dem Schnitt und es ist mehr drin. Deswegen, also wenn man es zu Hause hat und vielleicht eine Farbe hat, die man nicht mag oder die man nicht oft benutzt, kann man die dafür verwenden. Also alle Alternativen, die ich gefunden habe, waren im Endeffekt teurer und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mal zu probieren, wie das so ist, ob man sowas vielleicht auch selber machen kann. Dafür braucht ihr dann eine Unterlage, wo ihr drauf rumkleckern könnt. Ihr braucht ebenfalls ein Teelicht oder am besten zwei, stellt eins hin, was ihr schon mal anmacht. Ihr braucht nämlich auch das Wachs davon. Ich habe jetzt Rapsöl noch, einen Löffel und dann so kleine Behälter. Ebenfalls braucht ihr Zahnstocher, um das nachher alles umzurühren. Und dann braucht ihr, je nachdem, welche Farben ihr haben möchtet, noch Wachsmalstifte, um die Farbe vielleicht, also die Untergrundfarbe ein bisschen stärker zu machen. Ich habe da jetzt so eine Packung mit ganz vielen verschiedenen Farben. Müsst ihr mal schauen, was ihr dann da braucht. Und was ihr natürlich braucht, ist entweder Lidschatten oder Pigmente. Ihr könnt da Bastelpigmente nehmen, ihr könnt da aber auch kosmetische Pigmente nehmen. Ich habe hier jetzt eins von NYX. Ich werde auch davon welche benutzen. Ihr könnt aber auch Lidschatten nehmen, den ihr vielleicht nicht mehr braucht oder den ihr ja nicht mehr benutzt. Da ist eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. Ihr könnt auch wirklich diese Bastelpigmente nehmen, ne? Ihr müsst keine kosmetischen Pigmente nehmen. So, ich habe euch jetzt einmal schon mal vorgezogen und zeige euch, was ich am Ende gemacht habe mit meinen selbstgemachten Wachspasten. Ich habe einmal ja so embosste Blätter begoldet, vergoldet und habe ebenfalls so kleine Holzteile, kleine MDF-Teile damit beschmiert. Und ob das gut geklappt hat oder weniger gut, das werdet ihr dann im Laufe des Videos noch sehen. Ich finde, das Ergebnis spricht schon mal für sich. So, schwupps, da ist die Kerze an. Wie gesagt, ich habe eine andere noch angemacht. Ihr habt dann euren Löffel. Auf den Löffel macht ihr jetzt erstmal die Farbe, die
ihr haben wollt. Ich möchte gerne als Untergrund ein bisschen grün haben. Nehmt da wirklich nur ein kleines bisschen. Ich mache auch wirklich nicht viel von der Paste, da die Paste schnell schlecht wird und auch ja, leider schnell anfängt zu schimmeln. Also macht da wirklich immer nur so eine kleine Menge. Jetzt mache ich ein bisschen Wachs dazu. Vermenge das dann mit einem Zahnstocher. Schaut, dass es wirklich eine gute Masse gibt. Dann fülle ich das schon mal in das Pöttchen und mache jetzt ein bisschen Öl dazu. Vermische das dann wieder ganz gut und mache jetzt mein Pigment hinein. Ihr müsst also schon ordentlich Pigment reinmachen, damit das nachher auch irgendwie einen Effekt hat. Deswegen habe ich das jetzt einmal getestet, das war zu wenig. Dann habe ich noch mal ein bisschen Pigment reingemacht. Jetzt ist das klumpig geworden, weil es ziemlich schnell kalt geworden ist. Ist gar kein Problem, kratzt dafür einfach alles nochmal aus und macht ein bisschen mehr Öl dabei, macht das Ganze nochmal heiß und füllt es dann wieder ins Schälchen zurück. So, da ich ja nicht nur eine Farbe machen wollte, habe ich dann einmal ein bisschen mehr Öl und Wachs fertig gemacht. Und mit der großen Menge konnte ich dann direkt zwei Wachse herstellen. Einmal habe ich ein richtig knallgoldenes genommen und habe da so ein bisschen, ja, gelben Lidschatten mit reingemacht. Einfach nur, um das so ein bisschen, ja, intensiver zu machen. Und auf der anderen Seite, ja, ich habe noch ein bisschen, ja, auf der anderen Seite habe ich dann Kupfer gemischt. Habe da auch wieder Lidschatten und Pigment und alles Mögliche reingemacht. So, jetzt habe ich drei Farben und in meinem Teil 2 seht ihr dann, wie ich die Farben auftrage und teste diese dort.